Unser Einsatzgebiet ist international. Wir haben über 110 Stützpunkte weltweit. Unser Haus ist ein sehr modernes Haus und auch am neuesten Stand der Technik. Bei uns besteht die Möglichkeit, dass man mehr Stunden leisten kann, sich diese eben auszahlen lassen kann oder eben auf Zeitausgleich gehen kann. Und dadurch ist eben die Work-Life-Balance gegeben und es harmoniert auch. Ich habe ein Smartphone, wo ich immer sehe, was für E-Mails laufen. Die Wirtschaftskammer bietet auch Telearbeit an. Und die Wirtschaftskammer ist auch offen für Teilzeit. Und das erleichtert diese Flexibilität, die gefordert wird. Grundsätzlich ist es sehr positiv, dass die Wirtschaftskammer sich diesem Audit familienfreundlicher Betrieb unterzogen hat. Da spürt man hat Verständnis dafür, dass man auch in jungen Jahren eine Familie gründet. Es gibt 8 Tage, wo du am Vormittag im Ministerium über ein Gesetz verhandelst. Mittags redest du mit Journalisten. Am Nachmittag arbeitest du an einer Stellungnahme und am Abend hältst du einen Vortrag. Also da wird von einem viel abverlangt. Dann, wenn Sie im Ausland sind, haben Sie sehr oft mit den Niederlassungsleitern oder mit den Unternehmen so engen Kontakt, dass diese auch in Ihren Freundeskreis hineinwachsen und Sie eigentlich diese Work-Life-Balance, also diese Problematik im Ausland hat sich nie gestellt. Zu den Sitzungszeiten, die bei uns im Frühjahr und im Herbst stattfinden, kommt es vielfach zu Auswärtsterminen und Abendterminen. Da gibt es dann aber die Möglichkeit, dass man diese Zeiten dann flexibel wieder ausgleicht.